Hallo Leute, willkommen zurück zur letzten wahrscheinlichen Folge von Dark Souls. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich habe im Prinzip nichts weiter als mal das Silberritterschild endlich mal auf plus 5 hochgearbeitet. Ich renne sowieso schon die ganze Zeit damit herum. Warum nicht endlich mal aufwerten? Ich hätte es eigentlich auch schon früher machen können. Nicht gerade clever von mir gewesen. Und die Stulpen habe ich auch noch fix auf 5 hochgebaut. Und ich habe noch ein paar Level-Ups gemacht. Vielleicht seht ihr das an meinem Lebensbalken, der ist jetzt noch ein bisschen länger. Vitalität ist jetzt auf 40 und Kondition auf 33. Ein paar Stufen sind es jetzt noch gewesen. Ich bin jetzt 93. Und ja, wie in der letzten Folge angekündigt, es geht ins große Finale nun hin. Wir gehen zu dem Schlafbold. Mach auf. Hey, Penner. Merkt man. Du bist eine vertrocknete alte Schlange. Hey Mann, ich dachte, ich muss hier irgendwie die Welt retten oder so. Bring mich mal zu den Ort hin. Ja. Oh, ich kann ihn mit Scherben füttern. Weißer Brocken. Wow. Oder Brocken. Grüne Scherbe. Oh, ernsthaft? Was will ich denn mit grünen Scherben? Die werden doch nur zu kleine. Ja, komm. Ja, ich halte einen Moment inne. Njom. Glock, glock, glock. Das Lustige ist, man weiß gar nicht genau, wo das überhaupt ist, wo er einen bringt. Es ist nur anscheinend so auf dem Weg zu verbunden. Er hat ja immerhin einen langen Hals, wie wir wissen. Ja. Ein toller Ort, nicht wahr? Da waren wir ja schon. So. Feuerband. Altar. Wo wir nun hingehen gehen, ans Herrschergefäß rasten. Wir können Ausrüstung reparieren. Können wir mal machen. Wenn es schon mal ins große Finale geht. Und dann Seele darbieten. Alle Seelen. Somit haben wir den Weg geöffnet für das Grande Finale. Hier, Silberritter, hey yo, ich bin einer von euch. Soll ich mit euch mitkommen? Ja, okay. Ah, kann ich ja wirklich runterfallen? Das wollen wir lieber doch nicht darauf anlegen. Ich habe das jetzt eigentlich nur Spaß gemacht. Okay. Wir befinden uns an dem Ofen der ersten Flamme. Ein wahrlich komischer Ort und keine Ahnung wo das jetzt hier hingehört. Aber wir müssen uns noch ein bisschen durchbahnen hier, wie ihr seht, durch Ritter. Also Leute wie ich, bloß nicht so stark. Müssten eigentlich auch Silberritter sein. Oder so ähnlich. Oh Junge, das ging nicht total daneben. Ah nee, das sind die schwarzen Ritter. Ihr hält ein bisschen mehr was aus und gibt 2000. Schwarzritter, Großschwert, grauer Brocken. Danke. Hier könnte man grauer Brocken sammeln noch, wenn man will. Aber ich will nicht. Ja, das Gebiet hat man auch gerne für Invades, PvP und sowas genommen. Weiß der Geier wieso. War mir auch nicht wichtig. Ist mir nur mal aufgefallen. Starker Hit, Bro. Ist auch das Großschwert, ne? Ja, der hat schwere Hiebe vor sich. Roter Brocken, okay.
Aber das soll uns ja nicht stören. Er ist nicht der Letzte seiner Art, die wir... Nee, er ist nicht der Erste seiner Art, den wir bekämpft haben. Wir haben so viel Erfahrung mit uns. Ich dachte, es kommt gerade einer. Es soll sich nicht... was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, wir haben so viel Erfahrung mit uns mitgenommen. Das muss sich alles jetzt lohnen. Ja, das könnte man sagen. Oh, Ritter, komm mal her, ich will das Item holen. Was? Auf diesen schmalen Pfad kämpfen wir jetzt. Ich und du nur. Krieg ich ihn da runtergeschubst? Tschüss. Yes! Oh, ihr... Was? Oh nein. Oh, wie cool. Schwarze Ritterrüstung. Das war's für diesen Part. Nee, ach, schade. Hätte ich das früher gewusst. Der Schwarzritter-Outfit auch noch. Das wäre auch geil. Da bräuchte ich ein besseres Schwert. Oh, hätte ich das früher gewusst. Da brauche ich wahrscheinlich auch wieder Funkeltitel, die wie ein Bekloppter. Ich vermute mal, hier geht's nicht lang. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hätte ich nicht gedacht. Weil, was auch ärgerlich ist, ich habe ja früher sehr viele Silberritter umgehauen für Seelen und das Silberritterrüstung und das Speer, um das aufzuwerten. Ich habe nie das Schwert daraus bekommen. Oh, und du hast die Axt. Oh, gib mir die Axt her. Uhuhu. Geil. Ah, alles klar. Der will's wissen. Er hat's gewusst, was ihn da erwartet. Schwarzritter Großaxt. Hier kriegt man die geilen Sachen der Schwarzritter. Die man ja eigentlich so selten in den ganzen Gebieten gesehen hat. Aber hier am Ende... Oh, und du hast den Speer? Nee, das ist die helle Barde. Achso, die habe ich ja schon. Ah, das passt. Ist okay. Blauer Brocken. Okay. So. Ich glaube, es ist soweit. Das große Finale. Ich möchte mal was vorweg sagen, bevor ich da jetzt reingehe. Es ist nämlich so gewesen. Ich rechne jetzt nicht wirklich, dass ich große Probleme gegen den Bosskampf haben werde. Denn bei denen, wenn ich das mir mal das Spiel komplett von vorne bis hinten mir mal angeschaut habe, die haben das so gespielt. Es waren zwei Leute, die haben immer Kontrollabgabe gemacht. Und bei dem Endbosskampf hat jeder eine Seite in der Hand gehabt vom Controller. Der eine links, der andere rechts. Und haben im ersten Versuch damit, mit dieser Vorgehensweise, den Boss getötet. Also ich erwarte jetzt wirklich nicht, dass, wenn ich das hier alleine mache und ich habe beide Hände an den Controller, dass ich da jetzt großartig irgendwelche Probleme haben würde gegen ihn. Klar, ich werde ein bisschen bestimmt auf die Mütze bekommen, aber ich rechne jetzt nicht wirklich damit, dass es schwer wird. So, nachdem ich das gesagt habe, werde ich erstmal sofort instant sterben. Yay! Asche First Quinn. Der letzte Gegner. Ah, er macht Feuerschaden, das ist nicht gut. Lass mich mal ignorieren, daneben nicht. Nein! Oh Gott. Der lässt mich nicht heilen. Und ich sterbe wirklich. Oh Gott. Ich habe große Sprüche von mir gegeben für nichts und wieder nichts. Das Blöde ist, ich muss den ganzen Weg wieder laufen. Das sind die ganzen Ritter wieder. Puh, Alter. Scheiße. Der Weg ist natürlich lang und nicht großartig spektakulär. Mir ist gerade das auch gefallen. Ich habe 20 Flakons. Krass. Okay, versuchen wir es diesmal ohne Scham, ohne Schande, mal ein bisschen besser gegen ihn anzukommen. Oh Gott. Ich versagt, ey. Nein, er greift mich.
Das muss echt nicht sein. Kann ich nicht backsteppen oder so? Wieso aber auch keinen einen die Zeit geben zum Heilen, ey. Das ist der Hammer. Nein. Schäm dich, das überhaupt machen zu wollen. Ich will mal versuchen zu parieren. Müsste eigentlich gehen. Ja, geht. Alles klar. Wieso habe ich jetzt eigentlich ihm den Rücken gedreht? Und wieder. Sehr schön. Boom. Nein! Ich hasse es, dass er das macht. Lass mich doch mal ein bisschen... Nein, du machst das nicht nochmal, Penner. Nein! Oh. Der Kampf ist so dumm, ey. Ach, leck mich doch! Verdammte Scheiße! Was ist denn nur los? Das meinte ich mal mit, die greifen an, wie ich auf einmal auf die Idee komme, mich zu heilen. Irgendwie komisch, finde ich. Jetzt! Nein! Oh, ich dachte schon, weil ich gerade keine Ausdauer hatte. So. What? Kacke, wie ich war, habe ich natürlich das erste Mal versagt. Oh Gott, das war jetzt echt peinlich. Seele, Asche für Squin. Oh Gott. Ich sag's auch noch, die haben die First Try besiegt und ich verrecke, ey. Ich dachte, die wären schlecht. Oh Gott. Puh. 80. Was? Verbitten, nein. Oh Gott. Ja. Und damit ist es geschafft. Leider. Dark Souls Prepare to Die Edition abgeschlossen. Puh. Also neben der Tatsache, dass ich eigentlich am Ende wirklich das nur krachen lassen habe, indem ich mich echt nochmal umgebracht habe bei dem Kampf. Ich war ein bisschen total unerwartet, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir leichter vorgestellt. Und das war das Ergebnis dafür. Okay. Wir haben endlich Dark Souls geschafft. Es sind ungefähr gefühlte 40 Stunden Spielzeit, die ich in diesem Spiel investiert habe. Partsmäßig sind es jetzt, das ist ja hier Nummer 30. Von daher, seht ihr, ich habe ungefähr, sagen wir mal, mehr als 10 Stunden offscreen über ein paar Tätigkeiten gemacht, die wir ja eigentlich hauptsächlich da beinhalten, dass ich irgendwas farme, lass es sehen sein oder sonst irgendwas. Ein bisschen Zeit hat das Spiel schon gebraucht. Ein bisschen Liebe halt. So, natürlich kann ich jetzt sagen, hey, ich habe Dark Souls durchgespielt. Man könnte jetzt fragen, da ich ja zu Beginn, bevor ich das Spiel gestartet habe, gesagt habe, ich habe von dem Spiel nicht viel gehalten. Was halte ich denn jetzt davon? Ich bin ehrlich. Irgendwie nicht mehr als davor, bevor ich das Spiel überhaupt jemals angefasst habe. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe das Spiel freiwillig als Projekt begonnen.
Denn so konnte man halt auch sehen, ich spiele das ja Spiel nicht nur für mich. Ich spiele es ja auch für andere, die sich das auch anschauen wollen. Weshalb ich da irgendwie mehr Anreiz hatte, das Spiel zu spielen, ohne aber von diesenjenigen irgendwie gespoilert oder sonst irgendwas zu werden. Aber an sich, ich finde das Spiel jetzt nicht bombenmäßig, muss ich halt sagen. Man kann es spielen, klar, kann man aber vieles. Aber wenn ich jetzt sagen würde, jetzt nochmal von vorne anfangen, also von vorne beginnen oder jetzt was ähnliches wie Dark Souls spielen, zum Beispiel Dark Souls 3, was ja schon den Namen im Begriff hat, da bin ich halt so dabei, nee. Weil dafür ist das Spiel einfach schlichtweg immer so an gewissen Stellen zu gemein. Möchte eigentlich nicht unbedingt, dass du da schnell durchkommst. Und das Spiel ist halt darauf ausgelegt, dass man sterben soll. Prinzipiell sage ich auch, Dark Souls, nein, ist wirklich nicht schwer. Und die sagen, dass das Spiel schwer ist, nur weil ich jetzt mal gestorben bin, öfters mal, die wissen nicht, was schwer ist, ganz klar. Ich bin dabei, ich habe da schon mal schwerere Spiele in den Händen gehabt, aber klar, ich habe bei Barbossen Probleme gehabt. Ich habe es nicht auf Anhieb geschafft. Welche waren die schlimmsten? Gargoyles, weil ich unvorbereitet in den Kampf reingegangen bin. Was noch? Ornstein und Smough, aber die waren ja schon immer eigentlich so eine kleine Hürde, sag ich jetzt mal. Und vor allem, weil ich ja Smough zuerst getötet habe und sowieso Ornstein hatte zu Schluss, was für mich sogar mehr zugunsten war. Was ich am Ende nie wirklich genutzt habe. Ansonsten war da noch die DLC-Bosse komplett. Ich meine, die Seelenfürsten an sich, die gingen, klar, habe ich nicht beim ersten Versuch geschafft. Okay, aber irgendwann bist du schnell durchgeblickt. Und da war es auch schon drinne. Während die DLC-Bosse ich eigentlich größtenteils gehasst habe, weil die ähnlich wie Quinn dich einfach nicht in Ruhe lassen. Das finde ich einfach nur schrecklich. Das ist kein harter Bosskampf, das ist einfach einer übertriebener, sage ich jetzt mal. Klar, es hat ja dann zum Beispiel bei Calamite gut geklappt, aber Spaß gemacht hat der Kampf trotzdem nicht. Keiner wirklich so verdient, außer Artorias, der war noch in Ordnung. Ja, an sich, es ist halt mehr so ein Spiel, was man auswendig lernen muss. Wo was ist, was ein Wort erwartet, wo was sich befindet. Und das Kampfsystem ist zwar schick und gut, aber ist jetzt nicht die Welt. Und was jetzt kommt, ist lustig, denn vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. Yes, indeed. The Dark Sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This. Huch. Nördliches Asyl der Untoten. Ja, ihr seht vielleicht, das Spiel fängt von vorne an. Das nennt man halt New Game Plus. Man spielt im Prinzip das Spiel nochmal. Es ist alles etwas schwerer. Ja, mehr Inhalte hat das Spiel dann eigentlich nicht. Man macht es halt komplett nochmal neu. Das New Game Plus Prinzip ist aber nicht eine neue Erfindung seitens Dark Souls oder sonst irgendwo. Das gibt es in anderen Spielen auch. Bloß abgewandelt oder anders allgemein. Und ich halt eh nicht viel was von diesem New Game Plus. Ich spiele es dann immer leicht an und dann habe ich aber auch schnell die Lust davon verloren, weil
Okay. Eben gerade meinte unbedingt Windows, oh Mann, willst du updaten? Ich sage nein. Ja, egal. Auf jeden Fall, das ist New Game Plus. Davon hätte ich nicht großartig viel. Ich glaube, ich werde das erst dann erstmal rausschneiden müssen. Wenn der Computer einen irgend so eine Scheiße andrehen will. Egal. Das war Dark Souls von meiner Seite aus. Wie schon erwähnt, viel halte ich nicht von dem Spiel. Hat sich auch jetzt nicht wirklich viel getan. Entweder man freundet sich mit so einer Art von Spiel an oder nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe es jetzt mal gespielt. Ich habe dem Spiel eine Chance gegeben. Es ist im Prinzip das, was ich auch quasi von dem Spiel empfinde, als ich es bei jemand anderem durchgespielt gesehen habe. Ungefähr so ähnlich. Bloß, dass ich mich hier abquälen musste. Okay, aber ich will das Spiel nicht schlecht reden. Wem es gefällt, gerne. Kann man spielen. Klar. Und an sich sonst sage ich, das war's für dieses Projekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. An sich würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Projekten. Wo es noch unklar ist, was ich machen werde. Aber ich werde demnächst schon was haben, keine Sorge. Bis dahin, auf Wiedersehen.